Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Molla lädt zum Gespräch. Herzlich willkommen beim Mut Talk und heute begrüße ich die liebe Pia Melanie Musil von der Initiative 2030. Und der Name 2030 verrät ja schon ein bisschen was, aber wir wollen natürlich heute genauer herausfinden, was er uns verrät. Pia, herzlich willkommen. Hallo, danke und für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht kurz erzählen, wir kennen uns erst ganz kurz und Wir sind so eine Instagram-Bekanntschaft quasi. Ja, die Mutmacherei hat ja seit kurzem erst einen Instagram-Account von unseren wunderbaren Praktikantinnen im Sommer ins Leben gerufen. Und das war für mich sehr spannend, da eben auch neue Initiativen, neue Gesichter und so weiter kennenzulernen. Und so haben wir uns gefunden. Und ich würde mal sagen, unsere beiden Organisationen waren auch gleich begeistert voneinander. Und über das wollen wir heute auch ein bisschen sprechen. Ja, sehr viele Schnittpunkte. Genau. Aber liebe Pia, erzähl uns doch einmal, was ist die Initiative 2030? Also der Name Initiative 2030 bezieht sich auf die Agenda 2030 und die wiederum bezieht sich ja auf die Sustainable Development Goals der UNO, die ja 2015 von der UNO verabschiedet wurden, von 193 Staaten. Und diese Development Goals, die SDGs, sind ein Rahmen, in dem eigentlich die Wirtschaft und Politik die Möglichkeit hat und auch das auch tun muss, bis 2030 Zielsetzungen im Sinne der Nachhaltigkeit zu erreichen. Diese SDGs sind die Grundlage der Initiative. Das heißt, die Initiative hat die Aufgabe, einerseits die SDGs, diese Sustainable Goals, die 17 Ziele, die ganz genau beschreiben, was eigentlich so die Bedürfnisse der Welt sind. Also was soll bis 2030 erreicht werden? Und das betrifft eben diese Nachhaltigkeit, wobei Nachhaltigkeit hier in einem sehr großen Kontext steht. Das heißt, es betrifft Armut genauso wie Gleichstellung, wie Umweltschutz, wie Klima, wie bessere Bildung, starke Institutionen, Entwicklung von Gemeinden. Also sozusagen ist es eine sehr globale Sache. Und unsere Aufgabe sehen wir darin, die Inhalte zu kommunizieren, auf der einen Seite, und gleichzeitig die sogenannten Good Life Goals, die das Pendant dazu darstellen. Also es gibt einerseits die SDGs und dann gibt es die Good Life Goals. Und die sind an die Bevölkerung gerichtet. Und wir sind draufgekommen in intensiver Beschäftigung mit diesen Zielen, dass die überhaupt nicht bekannt sind und in Schönheit sterben und eigentlich sie niemand kennt und der Begriff Nachhaltigkeit mittlerweile inflationär ist, ausgewaschen ist, von den Medien sozusagen rauf und runter gespielt wird und eigentlich gibt es kein klares Konzept dazu, weil es ja viel mehr ist als die Biotomate und es ist regional. Nicht? Also das ist so das, was gewusst wird darüber und es ist viel, viel mehr. Mhm. Du hast ja schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen, der mich auch sofort sehr begeistert hat von dem, was ihr macht, nämlich die Good Life Goals. Ja? Mhm. Also ich bin grundsätzlich einmal natürlich ein großer Fan der SDGs, gar keine Frage. Ja? Und ich habe aber immer den Eindruck gehabt, wenn man jetzt so als quasi Privatperson sich das anschaut, dann sind die erstens einmal unglaublich umfassend, weil sie wirklich den ganzen Planeten betrifft. Und zweitens einmal natürlich eher als Auftrag eben an Politik und Wirtschaft und so weiter zu sehen. Das heißt, man sitzt so als kleines Rädchen im Getriebe dann ein bisschen hilflos davor und sagt, ja, aber was kann ich jetzt tun und was hat das mit mir zu tun? Und ich muss gestehen, ich kannte die Good Life Goals auch nicht, bis du mich darauf hingewiesen hast und habe die als super bereichernd gefunden. Einerseits, weil sie auch
positiv formulieren und die SDGs ja doch zum Teil auch so weg von sind. Mhm. Und also so diese Lösungsorientierung, die auch drinnen steckt, natürlich sehr im Sinn der Mutmacherei auch ist. Und zweitens auch, weil sie es irgendwie so runterbrechen auf das, was kann die einzelne Person tun, weil sie auch für den Bildungsbereich super spannend sein können. Ich glaube, man kann es Kindern und Jugendlichen wesentlich besser vermitteln, worum es geht. Und ich habe das Gefühl, es macht es auch möglicher, es auf unsere Breiten herunterzubrechen. Ja? Also auch zu sagen, okay, ja, da gibt es Probleme, die jetzt speziell andere Bereiche unseres Planeten betreffen, für die wir auch mitverantwortlich sind. Aber was heißt das jetzt konkret für mich und meine Situation? Also das habe ich mal schon super ansprechend gefunden, dass ihr da den Scheinwerfer auf was stellt, was sonst irgendwie völlig untergeht. Jetzt würde ich dich bitten, dass du auch ein bisschen erzählst, was konkret macht die Initiative 2030, weil die SDGs und die Good Life Goals, die stehen ja quasi für alle im Raum. Und was habt ihr jetzt konkret damit am Hut? Mhm. Also vielleicht, ich greife kurz zurück noch, weil das vielleicht wichtig ist als Basis. Es geht um dieses, also uns ging es ganz stark als Kommunikationsunternehmen, die dieses Projekt gestartet hat, ehrenamtlich und gemeinnützig und da auch wirklich mit Herzblut dahinter steht. Es sind ja sozusagen alle Leistungen, die wir bringen, derzeit kostenfrei. Ja, wir kommunizieren unsere Partner kostenfrei und bieten gleichzeitig kommunikative Leistungen an. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man von der Basis aus also, wie soll ich sagen, wie kann ich das gut auf einen Punkt bringen? Die Zielrichtung ist grundsätzlich die, einen Schulterschluss zu schaffen zwischen der Industrie und der Wirtschaft, die diese Aufträge hat, der SDGs, die das zu erledigen hat, der SDGs sozusagen, und der Bevölkerung, dass die zusammenarbeiten müssen. Ja, damit sozusagen diese Zielsetzungen auch umsetzbar werden. Jetzt sind so Schlagwörter wie lebenslanges Lernen und das kommt natürlich auch bei den Good Life Goals vor. Ja, denken sich, ja, das kennen wir alle schon. Es geht nicht darum, sozusagen etwas Neues als solches zu sagen. Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Mhm. Eine Verbindung herzustellen und das Gefühl herzustellen, ich bin sozusagen in einer globalen Mitverantwortung und es geht nicht um Perfektion, es geht um Dranbleiben. Ich muss nicht in der Sekunde zum Birkenstock-Klapfenträger mutieren, zum Radikalveganismus übertreten und sagen, das muss niemand tun. Es geht darum, in meinem Alltag zu schauen, inwieweit kann ich Institutionen stärken. Ja? Zum Beispiel starke Institutionen, Frieden, SDG 16. Was kann ich als Einzelperson tun, um Institutionen zu stärken? Was kann ich als Einzelperson auch tun, um verantwortungsvoll zu konsumieren? In meinem Rahmen. Mhm. Schauen wir noch einmal genauer auf eure Rolle dabei, weil das, was du gesagt hast, trifft ja grundsätzlich und immer und überhaupt zu, unabhängig davon, ob es jetzt die Initiative 2030 gibt oder nicht. Ja. Und ihr habt euch ja quasi eine spezielle Aufgabe gestellt oder ein spezielles Format oder Formate entwickelt. Und das finde ich spannend und würde mich freuen, wenn du da erzählst. Das ist das Herzstück der Initiative. Die Initiative hat zur Aufgabe gemacht, die SDGs kennt keiner, die Good Life Goals kennt keiner, nämlich auch Betriebe und auch nachhaltige Betriebe sind zum Teil überhaupt nicht informiert darüber, die machen ganz tolle Dinge und wissen gar nicht, dass sie schon einzahlen in unterschiedliche SDGs. Der Ursprung der Initiative war, 17 Kampagnen-Sujets zu entwickeln. Hier sieht man das mit klar, SDG 1, keine Armut. Das GLG hilft, Armut zu beenden. Das heißt, immer der direkte Auftrag an die Bevölkerung. Ja. Wir haben hierzu sozusagen immer eine Aussage, ein Statement, eine Frage formuliert, die durchaus ein bisschen zum Nachdenken, auch einmal ein bisschen provokant ist, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Hier haben wir geschrieben, liegt Armut unter der Grenze unserer sozialen Wahrnehmung. Ja, Armutsgrenze, Wahrnehmung, sozial. Ja, damit haben wir viel zu sagen. Und hier sieht man die Gegenüberstellung. Wir haben immer einen einleitenden Block. Ja. Drei Punkte
Bullet Points rausgenommen. Und das ist eine Verschränkung, die wir versucht haben darzustellen. Ja. Das haben wir durchgespielt in den Farben der SDGs. Ich mache jetzt noch vielleicht eines hier auf. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel. Man muss halt draufklicken können. So. Geschlechtergleichheit, nicht? Ist Körperpflege eine weibliche Vorliebe oder eine schlecht bezahlte Tugend? Okay, verstehe, was du meinst mit diesen Fragen, die auch irgendwie Fragen, provokant oder so sein können. Ist die Sex sauberes Wasser? Ja. Also sauberes Wasser ist ja der Versorgung. Spare Wasser. Mach sauberes Wasser die Haut nicht nur rein, sondern auch weiß. Natürlich eine Provokation. Ja. Aber es ging uns darum, in diesem schnelllebigen Medienwelt, vor allem in den sozialen Medien, einen Eyecatcher zu schaffen, dass die Leute hängen bleiben, sich das mal anschauen, was ist denn das, was ist das für ein Bild, ja, und haben das durchgespielt. Aktuell ist es das SDG 12, das wir fokussieren, was ich heute möchte besorgen, werde ich morgen schon entsorgen. Ja. Okay, das heißt, ihr geht so eins nach dem anderen durch? Nein, es ist so, wir hatten einen Teil 1. Der Teil 1 der Initiative, wir haben im März erst gestartet. Wir haben im März 2021 gestartet, gegen Punkt 12 Uhr, ich kann mich genau erinnern, 1. März, Punkt 12 Uhr. Und haben dann alle 17 Ziele zweimal die Woche, immer montags und donnerstags um Punkt 12 Uhr kommuniziert. Und allen Partnerinnen, die wir haben, zur Verfügung gestellt. Alle Assets, die du hier siehst, wurden den Partnerinnen auch zur weiter Kommunikation zur Verfügung gestellt. Wir haben 9 Wochen lang die Ziele durchkommuniziert und das war Teil 1. Das haben wir kommuniziert natürlich auf der Website, aber auch auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Das ganze, die ganze Initiative lebt eigentlich davon, Partner und Partnerinnen, die nachhaltig agieren, auch zu sammeln, die diese Informationen weitertragen. Weil wir als Kommunikationsunternehmen, die das jetzt entwickelt haben und künftig zu einem Verein werden, wir sind gerade in der Vereinsgründung auch, wir haben nicht die Kraft sozusagen, das breit zu streuen. Es sind die Partner und Partnerinnen, die eigentlich von uns alles zur Verfügung gestellt bekommen, um diese Informationen weiterzutragen. Das ist der Wunsch sozusagen der Initiative 2030. Schließen wir uns zusammen, ja, sozusagen nachhaltige Partner und Partnerinnen. Ich zeige dir dann auch ganz gleich, welche wir da schon gesammelt haben. Begonnen haben wir mit 2 Partnerinnen und ein paar Pionieren und sonst dann mit niemandem. Mittlerweile haben wir 80 Partner. Das ist wirklich eine schöne Zahl mittlerweile. Und das war der erste Teil. Und jetzt sind wir im zweiten Teil der Initiative. Wie Teil, da ging es darum, kommunizieren wir mal die Ziele. Und der praktische Teil, der zweite Teil, da geht es um Show Your Goals. Da geht es darum, dass unsere Partner vor den Vorhang geholt werden. Die Bevölkerung hat jetzt ein bisschen Theorie gefüttert bekommen. So, und jetzt geht es aber darum, na gut, und wer macht das? Wer steht dahinter? Wer lebt diese Ziele schon? Und wie werden sie geht, was gibt es eigentlich schon alles? Ja, also da geht es ganz stark auch, und da haben wir auch unsere Schnittstelle mit der Mutmacherei ganz stark, diese positive Kommunikation. Ja. Was gibt es schon? Nicht dieses, es geht alles den Bach runter und wir müssen jetzt alle sofort uns aus dem Fenster werfen, sondern nein, es gibt Initiativen und es gibt Projekte und es gibt nachhaltige Unternehmen, die großartige Dinge tun. Genau, Lösungen, Lösungsansätze und die holen wir vor den Vorhang. Ja. Das ist so das Ziel. Und ich kann das jetzt ganz kurz vielleicht auch noch zeigen. Wir haben unterschiedliche Teilnehmerkategorien. Die Pioniere sind jene, wie der Senat der Wirtschaft, Planet Yes, dann auch die eigentliche Agentur, die das gestartet hat, das sind diejenigen, die das eigentlich nach außen tragen, sehr stark. Die haben eine spezielle Funktion, weil die uns auch unterstützen. Ja? Okay. Auf einer strukturellen Ebene. Und dann haben wir Unternehmen. Und hier sieht man sozusagen, wir haben da ganz viele schon gesammelt. Die sind alle, gehören alle zum Netzwerk dazu. Ja, das heißt, das sind die, die du vorher als Partner bezeichnet hast. Genau, das sind unsere Partnerinnen. Ja. Die haben wir als Unternehmen,
als Organisationen wie Austria, Zero Waste Austria, Tüketücker, PFC, Masiz, ja, Naturland, die Vermittlerei, Medien, da haben wir Medianet und Bio Austria, da sind wir gerade dabei, noch Partnerinnen zusammen. Und wir haben auch Fans und die Fans sind die Einzelpersonen. Mhm. Es soll jeder sichtbar werden. Mhm. Ja? Und bei den Fans ist es so, dass es so organisiert ist, es ist wie eine Petition. Jeder, der sich anmeldet, wird hier namentlich aufgelistet als Unterstützer oder Unterstützerin der Initiative 2030. Mhm. Das Ziel ist, verbreitet die gute Kunde. Ja? Ja. Wir sozusagen bieten Kommunikation auf den Plattformen. Wir posten regelmäßig, wir reden über die Partner und alles, was wir uns wünschen von den Partnern ist, redet übereinander. Am Schluss weiß jeder mehr über Nachhaltigkeit. Mhm. Okay. Das ist vielleicht auch noch etwas ganz Kurzes, das ich erwähnen möchte, bevor ich das schließe. Unsere Partnerinnen haben auch die Möglichkeit, News zu veröffentlichen. Mhm. Wann auch immer Sie eine Information, irgendwelche Neuigkeiten, Projekte oder Events haben, publizieren wir das auf allen Kanälen und auf der Website. Mhm. Und wir featuren unsere Partnerinnen. Das sieht man hier. Es gibt einmal im Monat wird sozusagen ein SDG rausgenommen und dieses SDG wird dann vorgestellt über Partner, die wir featuren in einem relativ großen Umfang. Ja, das heißt, ihr bringt damit auch Beispiele, wie man zu diesen SDGs beitragen kann und wie das konkret auch von diversen Initiativen, kleinen Unternehmen und so weiter umgesetzt wird. Mhm. Mhm. Okay. Das ist diese praxisorientierte Umgang. Ja. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen bei dem Thema Partner. Du hast uns jetzt schon sehr anschaulich gezeigt, was ihr darunter versteht. Aber ich würde gerne noch ein bisschen so ein Gespür dafür kriegen, was bedeutet Partnerschaft auch für euch? Wie ist so dieses Miteinander? Ja, was tut sie für die Partner? Was tun sie für euch oder füreinander? Mhm. Wir treten also es ist so, wir treten an nachhaltig agierende Unternehmen und Partnerinnen, sprich Organisationen, Verbände, Institutionen, Unternehmen, Medien, versuchen wir heranzutreten. Und wir sagen, unser Leitspruch ist, lasst uns doch synergetisch miteinander einander unterstützen. Wir leben von den Partnern. Wenn die Partner nicht mittun, es ist schön, wenn die auf der Plattform stehen, aber wenn die Partner nicht mittun, dann wächst natürlich die Initiative auch nicht. Was bieten wir? Wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten, repräsentiert zu sein auf dem Netzwerk, sprich auf der Website, gibt es uns die Repräsentationsmöglichkeit. Das eine ist überhaupt diese Partnerregistrierung, was ich vorhin gezeigt habe, wo man dann mit einem Beschreibungstext und dem Logo und dem Kontakt aufscheint. Das andere ist, dass wir anbieten, eben diese Neuigkeiten und diese Projekte, die einzelne Partner starten, ebenso zu kommunizieren. Über die Website und über die Social-Media-Kanäle. Wir bauen da immer Posts, Dreier-Grids und teilen das sozusagen so breit wie möglich mit der Öffentlichkeit. Und dann bieten wir an, dass wir ihre Aktivitäten eben, wie ich vorhin erwähnt, featuren. Das heißt, wir bringen ihre Kerninformation, was sie tun, mit ein paar Bildern, mit Verlinkungen, präsentieren wir sozusagen die Tätigkeit und das Engagement des jeweiligen Partners. Mhm. Man wird ganz einfach Partner, auf unserer Website gibt es, auf jeder Subseite kann man sich anmelden. Es ist im Grunde genommen nur Name, E-Mail und das Unternehmen. Mhm. Dann setze ich mich in Kontakt. Dann begebe ich mich in Kontakt und trete in Kontakt und schicke mal die wichtigsten Informationen. Was sind wir, was können wir und was bieten wir? Und dann im Grunde genommen geht es darum, dass die Partnerinnen uns diverse kleine Texte und Bilder zur Verfügung stellen, damit wir die einbauen können, damit wir diese Kommunikation noch für sie durchführen können. Und haben nur eine einzige Erwartungshaltung, und zwar das ist, die Kanäle zu verfolgen. Das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass wir voneinander reden, übereinander reden. Das heißt, wenn wir etwas posten über den Adamerhof, der auch Partner ist, Adamer Biohof ist bei uns Partner, dann kann die Vermittlerei, die ebenfalls Partnerin ist, das, was wir darüber kommunizieren soll und bitte, darum bitten wir auch,
soll weiter kommuniziert werden. Ja? Damit erfährt die Community von der Vermittlerei was über den Adamerhof. Und umgekehrt. Wenn wir die Vermittlerei posten und darüber erzählen und sagen, mehr Informationen bekommt ihr auf der Website, dann wünschen wir uns von Adama, dass sie das genauso weiter kommuniziert. Ja? Mhm. Auch wenn sie nicht dieselben SDGs quasi formal verfolgen, weil das ist der Irrglaube. Die SDGs, ich kann mich nicht auf ein SDG draufsetzen und sagen, ich bin nur 12, ich mache nur Konsum, ja? Nachhaltiger Konsum und Produktion. Ja? Oder ich bin nur Klimaschutz. Weil wenn ich den Klimaschutz sozusagen ernst nehme und wenn ich dafür arbeite, muss mir klar sein, dass ich eigentlich auch etwas gegen die Armut tue. Weil die Armut und der Hunger steigt aufgrund von klimatischen Katastrophen. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Mhm. Wenn ich Umweltschutz betreiben will, ja, in einem Land, dann brauche ich starke Institutionen. SDG 16. Dann verbinde ich das SDG 15 mit dem SDG 16. Die sind miteinander, sind sozusagen, die korrelieren ganz stark. Und damit geht es darum, generell Informationen zu diesen Zielsetzungen zu vermitteln, weiterzutragen, damit die Communities wissen, worum es eigentlich geht und was bis 2030 erreicht werden muss, weltweit. Mhm. Es herrscht hier ein Mangel an Informationen. Die Bevölkerung und auch viele Institutionen und Unternehmen, die jetzt nicht spezifisch nachhaltig sind, kennen diese Zielsetzungen nicht. Betreffend tun sie aber alle. Ja, alle sind betroffen davon. Mhm. Ich finde es ja auch insofern sehr schön, als es auch so einen Blick darauf gibt, dass wir Teil von einem größeren Ganzen sind und inwiefern, ja, und wie das eben alles zusammenhängt. Ne? Und ich glaube, das ist auch, also das gefällt mir auch bei euch sehr gut, gezielt auch auf das hinzuweisen, hinzusteuern. Also ich denke mir, das hat so zwei Seiten. Ja? Weil auf der einen Seite ist unsere Zeit eh so komplex und wir brauchen immer was, was es vereinfacht. Ja? Und dann ist es natürlich leichter zu sagen, okay, ich bin SDG 12, Hausnummer, ja, und ich brauche so quasi meine Lane, in der ich mich bewege. Ne? Und auf der anderen Seite ist es eh nicht wirklich trennbar, ne? Weil die eben alle zusammenhängen. Und ich merke das zum Beispiel auch beim Posten von unseren täglichen Good News, ja, wo ich auch immer das zuordne, bestimmten SDGs. Es sind meistens dann 3 oder 4 und wenn ich nachdenken würde, würden mir wahrscheinlich mindestens 15 einfallen, die in irgendeiner Weise dadurch beeinflusst werden. Ne? Jetzt hast du angesprochen schon, dass es also wichtig ist, für das Netzwerk sich aufeinander zu beziehen. Ja? Und dazu fallen mir auch zwei Dinge ein. Das eine ist, ich glaube, das ist was, was euch auch speziell ausmacht, also sehr stark den Fokus auf diesem Netzwerkaufbau quasi zu haben. Ja? Und nicht nur irgendwas beliebig zu kommunizieren, sondern wirklich zu sagen, hey, wir wollen da auch quasi eine Gemeinschaft aufbauen, wir wollen den Blick aufeinander haben und einander unterstützen. Ja. Und die andere Sache ist eher eine Frage an dich auch, wie hast du da Tipps dafür, wie das gut gemacht werden kann? Weil ich persönlich, ich finde die Idee zwar super, aber ich erlebe täglich diese Social-Media-Überforderung auch, ja, weil ich mir denke, ja, wenn ich das ernst nehme, ist das ein Fulltime-Job und ich tue den ganzen Tag nichts anderes. Absolut. Ja. Ja, also die Frage nach den Tipps. Wir versuchen das eben für die Partner und Partnerinnen so einfach wie möglich zu machen. Es ist nicht so, dass wir so dann täglich 17 Posts rausschießen und die müssen dann alle ganz hektisch geliked werden und geteilt werden und da muss man dann ganz viel tun. Wir haben eine relativ, das ist nicht der Fall. Ja, das ist nicht der Fall. Wir haben eine relativ niedrige Frequenz. Das heißt, wir posten 1 bis 2 Mal pro Woche. Mhm, okay. Und es ist so, bei den kleineren, wie soll ich sagen, es sind oft die kleineren Partner und Partnerinnen, die mehr Engagement zeigen, wenn es darum geht, etwas zu teilen oder zu liken. Im Grunde genommen ist es ein Klick, den ich machen muss. Ja? Etwas zu liken und dann eine eigene Story zu posten, sei es jetzt auf Instagram oder auch auf Facebook, ganz einfach ein Klick, ja, und teilen in der eigenen Profil. Das dauert ungefähr 3,7 Sekunden. Der Aufwand ist wirklich gering. Ja.
Und man darf nicht vergessen, wenn ich jetzt schaue, wir haben Too Good To Go, wir haben Zero Waste Austria, wir haben Café Plus Co. als großes Unternehmen, wir haben Pearl als großes Unternehmen, die haben alle Beauftragte. Fürs Im Grunde genommen geht es darum, einen zu verstehen, dass wenn man bei uns dabei ist, es nur dann Sinn macht, wenn man sich diesen kleinen Aufwand sozusagen, wenn man diesen kleinen Aufwand übernimmt und sagt, das, was da gepostet wird, die SDGs und die Good Life Goals und die Partner, die hier vorgestellt werden, das kommuniziere ich weiter. Ich kommuniziere das weiter mit dem Ziel, dass sozusagen die Initiative große Reichweite bekommt. Und dann haben alle was davon. Jeder, der da drauf ist, hat sofort einen Vorteil davon, auch eine Werbewirkung natürlich, einen Marktkommunikationsvorteil, wenn das an Reichweite gewinnt. Das ist auch unsere größte Herausforderung, sage ich mal. Ja? Das zu vermitteln, das ist, wie soll ich sagen, Bei den größeren Partnerinnen ist es oft so, dass die ganz viel irgendwie zu tun haben und da ganz viel Hektik ist und dass da einfach tatsächlich der Fokus manchmal ein bisschen fehlt. Bei den kleineren Partnern ist es so, dass alles, die ganze Energie in das Produkt geht oder in das Projekt geht und der Gedanke an marktkommunikativer Maßnahme einfach nicht da ist. Und so bewegt sich jeder in seiner Blase. Ja. Und es geht darum, dass nicht nur die 100 Kilometer um mich herum, sondern dass es darum geht, ein Gefühl zu entwickeln, wir arbeiten für dieselbe Sache. Ja. Ich höre auch oft die Angst, naja, wir sind noch nicht ganz so weit, gerade bei den Größeren. Wir sind erst dabei, das aufzubauen und so. Ja? Nachhaltigkeitsstrukturen in Unternehmen zu entwickeln. Das höre ich immer wieder, ja? Gerade bei den Größeren, die sozusagen jetzt nicht von vornherein die ganzen Unternehmen darauf ausgerichtet haben, sondern sich gerade umstellen. Wo ich immer wieder sage, bei der Initiative dabei zu sein und diese Inhalte zu teilen, ist an sich ein nachhaltiger Akt, weil ich damit kommuniziere, ich unterstütze diese Ziele, ich unterstütze nachhaltige Unternehmungen, welcher Art auch immer, ich kommuniziere das weiter, damit meine Community mehr Kenntnisse darüber bekommt, was ist ein SDG, was ist ein Good Life Goal und was gibt es dazu schon. Welche Repräsentanten und Repräsentantinnen gibt es schon, die wirklich spezifisch zu diesem Ziel oder einem anderen Ziel arbeiten, tolle Arbeit leisten und damit ergibt sich insgesamt eine große Community. Da sprichst du auch einen Punkt an, der mir extrem am Herzen liegt, weil so die eine der Hauptessenzen bei der Mutmacherei ist ja auch, ich sage immer, wir möchten die Gespräche verändern. Ja. Weg von dem, dass wir einander nur erzählen, was alles schiefläuft und dass alles den Bach runtergeht, hin zu, hey, wo gibt es Lösungsansätze, wer tut was. Ja. Und das, was du gerade erzählt hast, geht ja eigentlich auch total in diese Richtung. Ne? Ja. So, weil es geht ja jetzt nicht nur um die persönlichen Gespräche im Kaffeehaus oder so, sondern ich meine Gespräche in einem sehr erweiterten Sinn. Und auch über die Social Media kommunizieren wir ja. Da sind wir alle eigentlich auch quasi zur Verfügungsteller von Information und können wählen, was teilen wir dort. Ne? Genau. Und da auch zu sagen, okay, da legen wir einen stärkeren Fokus einfach und bieten auch Content an, der diesem Ziel dient, finde ich ja super spannend. Du, eine andere Sache auch, also das macht natürlich auch die Diskussion auf, also so Social Media ist eine Sache, ja, aber es ist immer diese virtuelle Kommunikation innerhalb von unserer Blase und so weiter. Wie tragfähig ist das, wenn es nicht auch im realen Leben stattfindet? Braucht es den persönlichen Kontakt auch? Habt ihr euch dazu auch Gedanken gemacht oder eine Meinung? Sehr stark. Also der persönliche Kontakt ist, glaube ich, ist eine Schlüssel, wie Sie sagen, hat eine Schlüsselfunktion. Um sozusagen die Grundidee der Initiative weiterzutragen, haben wir auch ein Event geplant. Wir haben am 18.11. in dem Nachhaltigkeitshotel Wien, ein Boutique-Hotel Stadthalle, eine Partnerin von uns auch, die Michaela Reiterer ist Partnerin der Initiative. In diesen Räumlichkeiten werden wir das veranstalten, ein Partnerinnen-Treffen, ein Get-Together all unserer Partnerin. Das ist für unsere Partnerinnen, richten wir das aus. Mit dem Ziel, vernetzt euch,
schaut, ob Synergien bilden kannst, lernt einander kennen, stellt Bezüge her, schaut, inwieweit man sich auch persönlich, also dieser Sympathiefaktor, der doch über das persönliche Gespräch sich gegenseitig zu bestärken. Wir bieten auch ein Programm. Wir haben Keynote-Speaker, der Senat der Wirtschaft wird sprechen. Es wird der Leiter des Internationalen Forums der Nachhaltigkeit, der Lorenz Hahn, wird sprechen. Wir werden sprechen und es wird darum gehen, näher zu rücken. Ja, es ist ganz wichtig, diesen Face-to-Face-Kontakt auch zu haben und dieses Gefühl zu entwickeln, das ist sinnvoll, was ich da mache. Ja, und auch zu sagen, weg, also ein bisschen über den eigenen Tellerrand zu blicken. Ja, und das ist, ich bin da ein bisschen kritisch. Wir haben als Unternehmen, haben wir monatelang recherchiert, haben uns ganz stark mit der Szene Nachhaltigkeit auch beschäftigt. Was herrscht da für eine Stimmung? Wie wird miteinander umgegangen? Und da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen sozusagen. Aber vorherrschend ist, jeder tut für sich. Leider Gottes. Viel zu wenig dieses Lasst uns gemeinsam tun. Ja? Auch dieses, leider Gottes habe ich auch festgestellt, dass sehr schnell das Fingerzeigen kommt, ja, aber ich habe gefunden, da bist du noch nicht nachhaltig. Und wo ich sage, Moment, es geht ja nicht darum, dass es sofort perfekt ist. Ja. Es geht darum, dass ich wo anfange. Mhm, ja? Das ist auch das, was wir als künftiger Verein für nachhaltige Kommunikation bieten wollen. Strategien, wie man Nachhaltigkeit als Unternehmen kommunizieren kann. Und das ist transparente Kommunikation. Ich kann ganz klar differenzieren. In diesen Bereichen arbeiten wir, da haben wir schon Erfolge. Und in diesen Bereichen haben wir noch eine Baustelle. Und wenn ich das transparent kommuniziere, gibt es auch keinen Shitstorm. Kann es gar nicht geben. Wenn alle alles wissen, dann gibt es kein Problem. Ja, ja. Ja. Und darum finde ich, geht es sehr stark auch. Ja, dieses sich mehr daran in die Richtung zu entwickeln, als Gemeinschaft aufzutreten und nicht sozusagen nur sein eigenes zu sehen, sondern das ist ganz wichtig. Wenn wir nicht anfangen, als Gemeinschaft zu agieren, kriegen wir die Kraft nicht. Kraft. Es geht ja um Umsetzungskraft und es muss aus der Basis kommen. Ja. Und wenn Cornelia Urkorn, eine ganz, ganz tolle Sache, was die auch für Produkte haben, ganz, ganz nachhaltig oder unverschwendet oder you name it, ja, ich habe die alle irgendwie im Visier, die machen ganz großartige Dinge. Aber sie sind oft sehr mit sich selbst beschäftigt, anstatt zu schauen, wo kann ich denn eigentlich noch Fuß fassen? Wo kann ich mich, auch in der Marktkommunikation, wie kann ich sichtbarer werden? Und das soll die Plattform liefern letztendlich. Ja. Initiative 2030 soll eine Plattform sein, wo man sichtbar wird in seiner Aktivität. Und das kann man zueinander, kann man sich gegenseitig unterstützen in der Sichtbarkeit und in der Transparenz und sozusagen für die Bevölkerung greifbarer zu werden. Ja. Und natürlich die Ziele. Das ist eine Schande, dass diese Ziele seit 6 Jahren sozusagen fix beschlossen sind von der ganzen Welt und keiner weiß was drüber. Ja, also ich würde nicht sagen, keiner weiß was drüber, aber es ist erstaunlich, wie viele Leute, Institutionen, Unternehmen und so weiter es nicht wissen, Bildungsbereich und so weiter und so fort. Ein Punkt, den du angesprochen hast, den finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig, nämlich nicht voneinander Perfektion zu verlangen. Ja. Und so von meiner Erfahrung her ist es gar nicht so sehr die Initiativen untereinander, die sich da ans Bein pinkeln, sondern eher, wie soll ich sagen, das Publikum, ja, das zurückgelehnt am Sofa sitzt und dann urteilt, nicht, oder so, warum bist gerade du interessant oder so. Oder auch die Situation, wie diese Initiativen dann oft pitchen müssen, wenn sie sich bemühen um irgendwelche Förderungen oder so. Ja. Und das sehe ich irgendwie recht kritisch, weil auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, um Greenwashing und ähnliche Dinge zu vermeiden und aufzuzeigen. Ja. Auf der anderen Seite merke ich schon auch, dass dieses nur mit sich selbst beschäftigt sein ja eher nicht daher kommt, dass die Leute nicht den Weitblick haben, sondern dass sie natürlich irrsinnig viel bewegen wollen, erreichen wollen. Und dadurch auch quasi ständig an der Grenze ihrer Ressourcen sind. Ja, ja. Also so eher, freut so auch nur für andere Posten, so ungefähr. Ja. Und das ist auch sicherlich etwas, deswegen unterstützen wir, wo wir können. Ja.
Grund, warum wir sagen, wir übernehmen, was wir können. Und ich meine, ich höre dich und du hast absolut recht. Ich denke, wir sind aber an einem Punkt in der Welt angekommen, wo wir uns alle ein bisschen mehr anstrengen müssen. Weißt du, was ich sagen will? Also im Sinne von, sozusagen, wir sind eine Truppe von im Kern 5 Personen. Wir alle haben einen Brotjob. Wir alle müssen sozusagen versuchen, auch irgendwie zu überleben und irgendwie auch eine sozusagen zu verdienen und ganz normal unser Leben zu bestreiten. Und selbstverständlich ist das, was wir tun, das Extra. Ja. Das ist jetzt ein Auftrag, dass jeder ein Extra machen muss. Es geht darum, dass ich im Bereich des Möglichen, wenn es eben nur ist, dass ich da bewusst sehe, aha, die haben was gepostet, das ist eigentlich spannend, das ist, ja gut, ich mache einen Klick, wenn das mein Aufwand ist, sozusagen, dann finde ich, kann man das zumuten. Ja, also ich möchte eine Sache sehr gerne umformulieren, die du gerade gesagt hast, nämlich wir müssen uns alle mehr anstrengen. Ja. Ich weiß, was du meinst und ich würde so formulieren. Extra Meile gehen. Nein, ich glaube, wir müssen gezielter vorgehen, indem wir darauf schauen, wo können Synergien entstehen, weil die ersparen uns ja irgendwann anderes, an einem anderen Ende was. Weil ich glaube, anstrengen tun wir uns eh schon genug. Ja? Und wenn man sich anschaut, die Burnout-Rate und so weiter, dann denke ich mir, ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wofür wir uns anstrengen? Manchmal ist sozusagen die Frage, ist wo der Fokus? Genau, genau. Weil es ist ja etwas Befriedigendes zu wissen, ich tue etwas, ja, das übergeordnet einen Sinn hat. Genau. Ganz ein anderes Gefühl, ein ganz anderer ganz anderer Connect, der sich deinem Leben plötzlich auftut. Ja? Weil ich sage, ich bin in einer Sache engagiert, ja, wo ich genau weiß, das ist mein persönlicher Beitrag in etwas, das uns allen helfen wird, das die gesamte Welt betrifft und man fühlt sich oft so klein und machtlos und überhaupt und ich kann nicht mehr, bin ich vorbereitet, was soll ich noch alles machen? Genau, genau. Es geht nicht darum, mehr zu machen, es geht darum, da bin ich voll bei dir, gezielter etwas zu tun, zu selektieren und zu sagen, was ist eigentlich bedeutend, ja, und wo kann ich mich einbringen mit einem, so dass es für mich im Alltag machbar ist, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ich muss eben nicht, so wie ich eingangs gesagt habe, es geht nicht darum, dass wir alle zu 100% jetzt, zum einen Bauernmarkt, zum nächsten und nur mehr dort einkaufen und ich darf das nicht mehr. Und es ist kein Verzicht, ja, oder es ist keine Bürde, sondern ich schaue einfach, was ist in meinem Alltag machbar? Was ist gut einpackbar? Ja. Was kann ich in meinem Alltag tun? Was kann ich vielleicht auch weglassen, von Aktivitäten, die ich mache, weil sich die vielleicht im Rahmen des Netzwerks irgendwie ganz anders gestalten. Ja. Genau. Und mir fällt jetzt auch noch was ein dazu, was du angesprochen hast. Also die Mutmacherei arbeitet ja auch auf Basis der positiven Psychologie. Ja. Und da ist ja dieses 5-Säulen-Modell für ein gelingendes Leben, das Perma-Modell, sehr zentral. Ne? Ja. Und das, was du jetzt angesprochen hast, also so jemand engagiert sich und es gibt auch Sinn im Leben, ja, das klickt schon 2 von diesen Säulen an, nicht? Das Engagement und Meaning, den Sinn. Ja? Und der Fokus liegt ja auch immer, hey, wir wollen das zeigen, wo was passiert, wo etwas Positives entsteht, wo Lösungen entstehen, das ist das P fürs Positive, ja. Und jetzt braucht man noch das R für Relationship. Ja? Und ich denke mir, da sind wir genau bei dem, worum es jetzt geht, was ihr auch bewirken wollt, nämlich diese Netzwerke aufzubauen und durch das Stärken von Beziehungen, ja, wo man sagt, okay, da geht es jetzt nicht nur ums Private, ja, gute Freundschaften haben und sich in der Familie gut verstehen oder am Arbeitsplatz, sondern wirklich in diesem größeren Ganzen, ja, wenn man quasi auf den ganzen Planeten schaut, wer tut da was dafür, diese guten Beziehungen aufzubauen. Genau. Und dann wird auch dieses A leichter möglich. Das A, das für Accomplishment steht, ja, das heißt auch wirklich etwas zu erreichen, nicht nur zu tun, sich nicht nur anzustrengen, sondern zu sagen, hey, gemeinsam können wir leichter Früchte ernten, als wir das allein können. Ja. Genau, das ist es. Ich finde das einen wunderschönen Gedanken,
das Gefühl zu haben, man hat Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ja? Das Gefühl, ich bin da nicht allein auf verlassenem Flur sozusagen, auf leeren Flur, wo ich da versuche, etwas zu bewegen, sondern es gibt ganz viele, die tun das auch. Ja. Und mit denen vernetze ich mich und dann entsteht auch ein Spirit. Ja. Dann entsteht ja auch eine Kraft daraus, ja? Die uns dann wieder sozusagen stärkt, um Aktionen zu setzen, um weiterzutun, um ein Projekt weiterzutreiben, indem man erstens sich auch ein bisschen, man darf sich schon noch auf die Schulter klopfen, man darf schon sagen, super. Und auch andere dürfen sagen, super, dass du das machst. Ja? Und das brauchen wir. Das ja, brauchen ganz, wir. Ganz dringend. Ja, ja. Dass unser Engagement und das, was wir schon alles tun, dass wir das miteinander teilen, uns zu stärken. Ja, und wir brauchen es vor allem ja auch vor diesem Hintergrund, weil, also wie gesagt, wir in der Mutmacherei schauen aufs Positive und so weiter und so fort, aber das bedeutet ja nicht, dass es die Dringlichkeit nicht gibt. Ja? Und die spüren wir eh alle. Ne? Dann so dieses ständige Gefühl, okay, wir müssen geschwinder sein, die Zeit rennt uns davon, wir müssen mehr machen und so weiter. Das macht ja auch Druck. Ne? Und da füreinander quasi auch Rückenstärkung zu sein, Stütze zu sein, dieses Schulterklopfen zu machen, ja, die Daumen hoch ist auch ein unglaublich wichtiger Beitrag dazu. Pia, erzähl uns doch ein bisschen, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Was hat dich veranlasst, diese Initiative zu initiieren? Was war denn dein Weg dorthin? Es hat begonnen, also im Grunde war der Ursprung der, dass wir als Unternehmen beschlossen haben, so wollen wir nicht mehr arbeiten. Das taugt uns überhaupt nicht so. Ausschlaggebender Punkt war unsere schon über Jahre entwickelte Intention zu sagen, in der Marktkommunikation Verantwortung zu übernehmen aus der Branche heraus. Also gerade dieses Greenwashing, dort wo ich jetzt herkomme, nicht aus der Marktkommunikation, ist das Greenwashing ein Riesenproblem. Nicht? Und wir haben als kleines Unternehmen die erste Corona-Krise dazu, also den ersten Lockdown dazu genutzt, wirklich in uns reinzuschauen, zu sagen, wie wollen wir arbeiten, wen wollen wir unterstützen, was wollen wir im Unternehmen leben, und das geht über Mülltrennung hinaus. Ja, sozusagen, sondern das ist wirklich von innen nach außen, was können wir vertreten als Unternehmen? Wir haben da dann mit einer Philosophin ein halbes Jahr lang 4 Ziele entwickelt als Unternehmen, die wurden von jedem Mitarbeiter unterschrieben als Commitment, ja, wo es darum ging, im Geschäftsleben auf Augenhöhe zu arbeiten, wertschätzend zu arbeiten, Fair Pay for Fair Play zu machen, das heißt die Aufwendungen, die geleistet werden, auch fair zu bezahlen, zu schauen auf Gleichwertigkeit, Gleichstellung zu schauen, ja, also innerhalb des Betriebes so die Nachhaltigkeit zu leben auf mehreren Ebenen und das dann auch nach außen zu tragen. Wir sind aufgrund unserer Tätigkeit für den ECR, Efficient Consumer Response, das ist ein Verband, wo es speziell um den Handel geht, ja, um den Einzelhandel. Ein europäischer Verband, und die hatten das zum Thema SDGs. Und die haben einen Tag, einen SDCR-Tag, der wird jährlich veranstaltet. Und so sind wir über diese SDGs gestolpert. Ewig schon über Nachhaltigkeit nachgedacht. Ja, und dann kamen plötzlich diese SDGs und sagten, es gibt endlich einen Bezugsrahmen, wo man auch sagen kann, da steht das bitte, wir erfinden das nicht, sondern da gibt's diese Ziele und die sagen das, was wir versuchen zu leben. Nicht? Und wir sind über diese Gestaltung dieses ECR-Tages, den wir eben sozusagen designen jedes Jahr, sind wir zu den SDGs und über die SDGs, mit denen wir uns dann ganz viel beschäftigt haben, haben wir unser Unternehmen umgedreht. Und jetzt ist es so, dass unser Fokus sehr stark auf die Initiative und unsere Tätigkeit in diesem Bereich gelegt wird. Wir haben natürlich Kunden, die wir weiter betreuen, aber unser Ziel ist es eben, diesen Verein zu gründen, ja, der jetzt gerade, da sind wir gerade dabei, die Statuten auszuarbeiten und was halt da alles dazugehört, um dem einen rechtlichen Rahmen und Mantel zu geben und die Initiative an sich aufzustellen, wo wir sagen, es kann Mitglieder geben, es kann gespendet werden, wir können Leistungen anbieten, wir können sozusagen tatsächlich so im Sinne der nachhaltigen Kommunikation agieren und dieses Netzwerk stützen. Und das als Hauptberuf tun sozusagen, nicht? Das ist das Ziel. Mhm, mhm.
Welche Schritte braucht es denn zu diesem Ziel noch oder wie schaut so eure etwas längerfristige Vision für die Initiative aus? Da sind wir, es ist keine einfache Frage, weil es gibt, weil wir noch in diesem Formieren sind und natürlich wir auch schauen müssen, wohin geht der Weg. Weil wir uns eben nicht als Einzel- und Einzelkämpferinnen sehen, sondern es hängt davon ab, was sich auftut mit Partnerinnen, wie wir mit Partnerinnen weiterarbeiten können. Es gibt schon ganz konkrete Pläne. Wir haben einerseits eben dieses Netzwerktreffen. Innerhalb dieses Netzwerktreffens, wir planen eine Kampagne zu machen, wir planen eine Plakatkampagne zu machen, um diese SDGs weiter auch zu kommunizieren in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Und wir wollen, sobald dieser Verein fertig gegründet ist, schauen, dass wir stärker unsere Website insofern ausbauen, als dass es ein Netzwerk, eine Plattform ist, wo man sich untereinander stärker vernetzen kann. Das ist das Ziel, dass daraus tatsächlich, wie du eben vorhin auch angesprochen hast, synergetische Verbindungen entstehen. Mhm. Wenn ich jetzt die Umweltdruckerei und die Bösmüller-Druckerei drauf habe, sozusagen sind beides zwei nachhaltige Druckereien, die bei uns Partner sind, ja, und da gibt es einen riesigen Auftrag zu bewältigen, dann kann das vielleicht die Umweltdruckerei nicht alleine bewerkstelligen. Aber vielleicht mit Bösmüller gemeinsam können sie A, einen Preis anbieten, der das möglich macht, und B, ein Volumen bewältigen, ja, wo normalerweise eine konventionelle Großdruckerei damit beauftragt würde. Und die sollen sie zusammenschließen. Mhm. Die sollen sagen, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Das war jetzt nur ein Beispiel. Ja. Da sind wir ja eigentlich auch bei diesem quasi Paradigmenwechsel vom Konkurrenzgedanken wegzukommen, ja, und viel, viel mehr in Richtung Kooperation zu gehen und auch wirklich mit einem ganz anderen Blick drauf zu schauen. Nicht? Was kann alles entstehen, was wird alles möglich, wenn wir die anderen nicht immer als Bedrohung sehen, sondern als mögliche Verbündete. Ne? Richtig, das ist das Ziel. Mhm. Also bringst du auf den Punkt. Ja? Es geht uns darum, zu sagen, wie können wir einander stützen, ja, und wie können wir die gute Kunde verbreiten. Mhm. Ja? Mhm. Weil es ist ganz wichtig, es passiert ganz viel auf der nachhaltigen Ebene, gibt es. Viele wissen es nicht oder sehen es nicht so und es muss mehr gesehen werden, finde ich, was es da alles schon gibt, das eine. Das andere ist, dass man offen und ehrlich sagen muss, Nachhaltigkeit ist für viele Menschen ein Begriff des Luxus. Ich muss es mir sozusagen leisten können, nachhaltig zu sein, unter Anführungszeichen. Und ich nehme jetzt ein ganz banales Beispiel. Das Krauthappel kostet 2 Euro oder 5 Euro. Ja, ganz einfach. Und wenn ich eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern bin, dann überlege ich mir das 100-mal, ob ich mir das 5-Euro-Krautkappel da jetzt leiste oder nicht. Ich bleibe jetzt auf einer ganz, ja. Mhm, das heißt, ich finde, es ist besonders wichtig, dass ganz kleine Dinge, die großartig funktionieren und nachhaltig agieren, die Möglichkeit haben zu wachsen. Groß ist nicht gleich schlecht. Groß bedeutet, dass ich konkurrenzfähiger werde auch und dass ich aufmachen kann, damit die Bevölkerung sozusagen breiter was davon hat. Und das muss gesagt werden, es gibt eine Nachhaltigkeitsblase, ja, aus meinem Empfinden. Es gibt so eine Blase, in der bewegt man sich, in der sozusagen passiert ganz viel. Man sagt, na eigentlich, und das ist auch der Eindruck, der dann entsteht, weil es wird ja auch über die Medien so kolportiert, ne? Rewe und so, ja? Die Nachhaltigkeit. Alles ist nachhaltig, nicht? Das stimmt aber nicht. Ja? Es geht darum, die Bevölkerung zu erreichen, die sozusagen ganz wenig Zugang dazu hat. Es geht um Wissensvermittlung, Informationsvermittlung, die verdaulich ist, die verständlich ist. Das wollen wir auch tun. Ja? Deswegen wollen wir unbedingt an die Bevölkerung diese Good Life Goals weiter kommunizieren, weil die greifbar sind, weil die verständlich sind. Und das Interessante ist, umso mehr man darüber weiß, desto eher agiert man in die Richtung. Ganz automatisch. Unser Denken lenkt unser Handeln. Mhm. Und das, was wir wissen, schafft unser Bewusstsein. Und über das Bewusstsein kommen wir wieder zu unserem Handeln. Ja. Ja, und das muss leichter gemacht werden. Es muss auch leichter gemacht werden, nachhaltig zu handeln. Und das passiert wiederum durch diese Schulterschlüsse, durch diese Vereinfachung für die Bevölkerung und gleichzeitig sozusagen Sichtbarmachung, dass man sagt, na gut, was macht Too Good To Go? Weiß das der Herr Huber aus dem Gemeindebau im 10. Bezirk? Kennt der Too Good To Go? Weiß der, was da, ja?
dass man hier Lebensmittel wirklich rettet und spart und dass das auch leistbar ist. Ja? Oder die Vermittlerei. Oder dass es da gibt es großartige Dinge und die gehören gestärkt und die Bevölkerung spielt einen Teil, eine ganz wichtige Rolle darin. Ich glaube, da geht es auch viel darum, so gewisse Berührungsängste irgendwie zu überkommen, dass Menschen, die sich noch nicht viel damit beschäftigt haben, dann so, das ist irgendwie ein bisschen komisch oder ich käme nicht aus, wie tue ich da und so. Und da auch einfach ein bisschen Starthilfe quasi zu geben. Liebe Pia, verrat mir doch, was dir Mut macht. Menschen. Gespräch. Menschen wie du, siehst du? Menschen, gerne. Menschen, die mir begegnen, wo ich das Gefühl habe, da klickt es gut, man will dasselbe, wo eine Verbindung entsteht, wo man Begeisterung spürt. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Jetzt bin ich schon 45 Jahre alt und noch immer so begeisterungsfähig. Ich hoffe, das hört mir auf. Und mir gefällt das so gut, das macht mir Mut, wenn ich mit Menschen zusammentreffe, die diese Begeisterung teilen und die auch diesen Mut haben zu sagen, na dann machen wir weiter, ne? Ist zart, macht nichts, wurscht, ist zart, machen wir es gemeinsam, geht besser. Ja, und das ermutigt mich enorm. Ja, schöne, fruchtbare Gespräche, wo dann eben eine gegenseitige Unterstützung entstehen kann. Es macht mir Mut, wenn ich das Gefühl habe, es herrscht gegenseitige Wertschätzung. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Ja. Wenn wir uns wohlfühlen und gut fühlen, bringen wir viel mehr weiter. Wir haben ganz andere Kräfte und Ressourcen zur Verfügung, wenn wir einander auch Mut machen. Ja. Oh ja, ja. Du, und wofür brauchst du Mut? Wofür brauche ich Mut? Naja, also im Grunde genommen, ich brauche oft Mut, um uns nicht das Gefühl zu haben, wir sind in einem Hamsterrad und wir versuchen da was zu erreichen und eigentlich komme ich noch vom Platz und ich gebe da 180% sozusagen. Und mich nicht entmutigen zu lassen. Ich brauche Mut dazu, da auch weiter zu tun und das Gefühl, also mich zu trauen, an Menschen einfach heranzutreten und zu sagen, schau, ich probiere mal das gemeinsam. Nicht? Das erfordert immer wieder Mut, weil ich versuche auch ungeniert zu sein, ja, und klopfe dann einfach an. Bei euch habe ich ja auch, bei dir habe ich auch einfach angeklopft, so, grüß Gott. Uns gibt es da jetzt, wollen wir gemeinsam, ja. Und das weiß ich und auch unsere Partnerinnen treffen, ja, wo ich das, dass ich moderieren werde, nicht? Da ist ganz wichtig, schaffen wir es, da brauche ich Mut, um das Gefühl zu haben, schaffen wir diesen Spirit sozusagen zu vermitteln, schaffen wir die gemeinsame, zu diesem Zusammenschluss, diese Gemeinschaft, diese Community aufzubauen, ja. Dazu muss ich mir ab und zu viel Mut zusprechen. Ja, es wird alles gut. Du, ich glaube, ein wesentlicher Schritt ist ja schon zwischen uns passiert, nämlich, dass wir das füreinander jeweils tun wollen und in Zukunft auch verstärkt einander Mut machen wollen und alles, was du heute erzählt hast, auch gemeinsam anstoßen. Vielleicht auch noch ein Wort dazu. Ja, du hast angeklopft bei uns und hast dich gemeldet. Ja, und mich hat das so gefreut, weil ich hätte das nämlich ein paar Tage später getan. Ich habe mir gedacht, Initiative 2030, super. Bei denen muss ich mich unbedingt melden. Ja, unbedingt melden, wenn wir es gemeinsam tun. Ja, schön. Total. Total. Also sofort reagieren und auf die Art und Weise, wie du reagierst, diese Offenheit. Ja, das spürt man ja. Und ich kann gut verstehen, dass wenn ich anklopfe, manchmal so oft, da will wer was, noch was, noch ein Ding. Noch was, das ist nicht auch noch. Noch was muss ich jetzt wieder machen? Ja. Tun, ja? Ich verstehe das total. Ja? Ich habe das größte Verständnis. Deswegen ist es manchmal schwierig zu versichern, dass es uns nicht darum geht, Arbeit zu erzeugen, sondern dass es darum geht, zu unterstützen und füreinander eine Basis zu schaffen füreinander. Ja. Und von daher ist es manchmal nicht so leicht, heranzukommen oder auch ein offenes Ohr zu bekommen, aus verständlicher
Multitasking-Überforderung, ja, jeder hat so viel zu tun. Ich kenne es ja von mir auch, es braucht nur eine Umfrage, eine Telefonumfrage bei mir anrufen. Und ich denke, oh, Gottes Willen, eine Meinungsumfrage, ja, keine Zeit. Das ist auch noch. Die armen Leute da sitzen und die diese Umfragen durchführen müssen, ja, wo ich auch, ich habe keine Zeit, keine Lust, kein Nichts. Ja, 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 ich habe genau. Dafür sehr viel Verständnis. Ja. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, offen zu bleiben. Ja. Und sich manchmal die extra Minute zu nehmen und zu sagen, naja, erzähl einmal. Und man kann dann noch immer sagen, na, für uns passt es nicht. Ja, das ist also, es ist eine vollkommen freiwillige Sache. Und es sind alle willkommen, die sagen, ich möchte einen Schritt in Nachhaltigkeit setzen und ich setze mich für die Kommunikation dieser Ziele ein. Die sind alle willkommen, jederzeit. Und wir machen, was wir können, um das auch sozusagen rückzuspiegeln und deren Bemühungen in Nachhaltigkeit. Und wenn es doch so klein oder so groß, das ist nicht relevant. Es geht darum, dass es getan wird und dass etwas getan wird, in eine Richtung gegangen wird. Die Tendenz muss stimmen. Pia, das war ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank. Machen wir doch weiter einander Mut und der Welt Mut mit unseren Möglichkeiten. Ja. Und verstärken Sie durch gemeinsames Tun. Vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Das war meine Ehre, Dankeschön. Es ist mir eine Freude, euer Tun und Wachsen zu beobachten. Und ich freue mich auf alles Weitere und wünsche dir inzwischen eine wunderbare Zeit. Danke. Ciao, liebe Pia. Ciao, Baba. Ciao. Dankeschön. Mut Talks. Powered by Die Mutmacherei.